Hallo und herzlich willkommen zu Lambo-Checks, deine See. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, bei uns geht's gleich weiter. In der letzten Folge sind wir ja auf unseren Hof bei unserer Tante und Onkel hier angekommen und werden uns jetzt erstmal gleich schlafen legen. So, ein neuer Tag beginnt hier für uns. Und wir werden erstmal mit der Tab-Leiste uns was zu essen geben. So, zweimal. Somit sind wir hundertprozentig gesättigt. So kann der Tag natürlich auch beginnen. Und wir werden nochmal was umstellen. Unseres Werkzeug werden wir gleich mal ordentlich einstellen. So, oder machen wir das auf F1. Das Gerüst auf F2 und die Kettensäge auf F3. Gut. Können wir eigentlich schon losstarten. Und werden heute mal, in dieser Folge werden wir anfangen mit der Werkstatt zu renovieren. Und ja, damit das auch schon mal fertig ist, gleich unsere Werkstatt, können wir jetzt natürlich auch gleich anfangen. So, ich drücke mal die F1-Taste für unseres Werkzeug und dann geht's hier los mit der Reparatur. Machen wir hier mal. So, gucken wir mal hier drüben. Hier ist auch noch ein bisschen was zu machen. Ja, hier. Und hier noch. Ja, hier oben noch. So, laufen wir nochmal drum rum. Gucken wir uns mal die ganze Sache an. Wo noch was fehlt. Hier oben fehlt auf jeden Fall auch noch was. Können wir, glaube ich, dann von drinnen die Treppen hoch gehen. Und da das Ganze reparieren. Hier war auch noch was. Komme hier dran. Ja, von hier aus geht das auch. Perfekt. Hier nochmal. Ja, das ist zu. Hier ist auch noch was. Komme ich hier dran? Nee. So, dann machen wir das hier noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch. Ist auch noch eine Stufe fehlt hier. Würde ich sagen, gehen wir mal hier hoch. So, fehlt auch noch eine Stufe. So, haben wir das. Und gehen mal hier rein mit der E-Taste. E. Und schauen uns mal hier noch ein bisschen um, was hier noch zu machen ist. Ja, das hier müssen wir noch machen. Und hier haben wir noch was zu tun. Hier auch noch. So, dürfte man hier jetzt eigentlich alles haben. Hier noch ein Stückchen. Das hier noch. Hier noch. Ja. Hier oben noch. Gucken, ob wir hier oben dran kommen. Ja. Eben ging's. Ja, es geht. So, schauen wir mal hier weiter. Machen wir hier noch fertig. Und hier. Dann fehlt hier noch was. Hier oben noch. So, sieht eigentlich ganz gut aus. Würde ich so sagen. Hier hätten wir, glaube ich, alles schon erledigt. Ist hier noch was? Nee. Hier. Ja, hier gibt es noch was. Und ja, da oben kommen wir nicht dran. Da müssen wir dann doch mal ein Gerüst hinstellen. Und hier vorne brauchen wir ja auch noch ein Gerüst. Ja, hier oben kommen wir ja auch nicht dran. Dann würde ich sagen, stellen wir uns das Gerüst gleich hier hin. So.
und gehen mal hier hoch. So, halt nicht so weit. So. Und ja, reparieren das hier gleich. So, gehen wir blau. Ups, ja, gut. Sind wir halt runtergesprungen vom Gerüst. So, was gibt's denn hier noch? Ja, hier ist auch noch was. Haben wir wohl eben vergessen. So, stellen wir uns hier noch ein Gerüst auf. Ja, hier. Gehen hier nochmal hoch. So, einmal hier lang. Und einmal hier hoch. Schauen wir mal, was hier noch zu machen ist. Hier, glaube ich, sieht alles gut aus. Ja, hier sind noch zwei Punkte, die wir noch erledigen müssen. Das hier noch. Und ja, dann soll es auch schon gewesen sein hier oben. Aber wir sind noch nicht fertig. Irgendeinen Punkt haben wir hier vergessen, anscheinend. Werden wir mal schauen, wo das ist. Also hier müsste man jetzt eigentlich alles haben. Ja. Hier ist alles. Ach, hier ist noch was. Genau, das haben wir nämlich vergessen. Und ist hier noch irgendwo was? Gehen wir mal hier rein. Ach, hier oben ist noch was. Schauen wir uns hier unten noch mal ein bisschen um. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo was vergessen. Ach, hier vorne fehlt noch was. Kann das sein? Ja, genau. Hier haben wir noch was vergessen. So. Und hier das noch. So, haben wir schon das abgeschlossen. Du hast repariert. Werkstatt. Glückwunsch, deine Arbeit wird geschätzt. Du erhältst 6000 Sozialpunkte. Und ja, Geld haben wir auch ganz gutes. Habe ich gerade so gesehen. Ja, somit haben wir das eigentlich jetzt schon abgeschlossen. Unsere Werkstatt ist quasi schon, ja, repariert. Und können uns natürlich jetzt hier noch ein bisschen um den Zaun auch noch kümmern. Damit das Ganze natürlich auch ein bisschen schöner aussieht. So, machen wir den Zaun noch ordentlich. Dann haben wir das auch gleich erledigt. Hier nochmal. Und hier nochmal. So. Das hier noch. Ist hier noch was zu machen? Nee. Aber hier haben wir noch was. Ja, man steht hier auf und fängt gleich direkt mit der Arbeit an. Wir wollen natürlich unsere Tante und unseren Onkel ein bisschen unterstützen hier dabei. Im Alter ist es ja nicht mehr so, dass man hier alles machen kann. Und ich würde sagen, wir haben heute auch schon richtig viel geleistet. Unsere Werkstatt ist repariert. Und ja, jetzt machen wir hier den Zaun hier noch. Gucken wir mal, wie weit der Zaun hier überhaupt geht. Gehen wir hier nochmal hin. Ist hier noch was? Nee. Hier. So sieht die ganze Sache doch schon wesentlich besser aus.
Gucken wir nochmal hier drüben. Ich glaube, hier war kein Zaun mehr weiter. Nee, das haben wir jetzt hier alles gemacht. Gut. Sind wir auch schon fertig hier? Mit unserer, ja, ich will mal sagen, unsere Tagesaufgabe hier. Und haben hier unsere Werkstatt repariert und alles soweit fertig gemacht. Gut, das soll es auch schon gewesen sein von dieser Folge. Und ja, abonniert meinen Kanal und lasst natürlich auch gerne ein Däumchen da. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und schaltet auch wieder ein in der nächsten Folge von Lumberjacks Deine See. Ich bin raus. Tschüss, macht's gut.